Hallo, mein Name ist Daniel Savic und ich bin zweifacher österreichischer Meister in Rollstuhlbillard. Sein größter Traum ist, Profi-Billardspieler zu werden. Und obwohl die Erfolge für ihn sprechen, ist die Sponsorensuche in Österreich schwierig. Ich probiere es immer wieder, aber es ist wirklich nicht einfach zu finden, dass man zur Unterstützung ein bisschen kommt. Ich schreibe täglich Firmen an, frage nach, ob da was gehen wird. Eine kleine Unterstützung erhält er vom Concord Card Casino. Sie haben ihm geholfen beim Aufbau seines eigenen Vereins. PBSC, Pool Billard Sportclub heißt dieser und befindet sich im 11. Wiener Gemeindebezirk. Wir von Poker mit Herz Charity sind sehr froh, dass wir Daniel sein Talent unterstützen dürfen. Ich bin selber auch Mitglied in seinem Billardclub und freue mich jedes Mal, wenn ich was von ihm lernen darf. Suchst du den Punkt quasi, dann gehst du so mit dem Kö rüber, probier das. Da ist der Treffpunkt. Test. Jetzt merkst du diesen Punkt, genau Mitte an die Sicht. Ja. Durch die eigenen Räumlichkeiten kann er trainieren, wann er und wie oft er will. Und da der 38-Jährige an die Weltspitze möchte, braucht er jede Trainingsmöglichkeit, die er erhält. Weil Daniel Ende April an der Europameisterschaft teilnimmt, intensiviert er derzeit von Woche zu Woche sein Training. Jetzt steige ich es immer auf 2 Stunden mehr am Tag. Ich versuche zu trainieren, 5-mal die Woche. Jetzt bin ich bei knappe 3 Stunden reines Training und das will ich jetzt jede Woche um 1 Stunde erhöhen. Um vom Sport auch leben zu können, muss man an den großen Turnieren im Ausland teilnehmen. Die Reisekosten kann sich Daniel derzeit nicht leisten. Also ich würde schon gern mehr machen, aber es geht finanziell nicht. Zum Beispiel gibt es schon größere Turniere auch bei den Engländern zum Beispiel, die haben sehr viele Rollstuhlfahrer oben, aber das kann man sich nicht finanzieren. Man kann vielleicht einmal rauffahren, aber das einmal bringt dir nichts. Da müsstest du regelmäßig bei den Events mitmachen, dass du auch weiterkommst. Zu solchen Turnieren gehört er aber hin, denn sein Talent ist unbestritten. Bei den österreichischen Meisterschaften 2018 hat er das eindrucksvoll bewiesen. Im Finale des 10er-Ball-Turniers besiegte er den besten österreichischen Rollstuhl-Billardspieler der letzten Jahrzehnte, Emil Schranz. Dieser hat 35 Jahre Pool-Billard-Erfahrung, Daniel erst 4. Dennoch konnte bei den heurigen österreichischen Meisterschaften niemand so gekonnt die Kugeln versenken wie er. Da genügt einfach manchmal die Schleichkeit, wie du spielst. Aber es war nicht einfach. Und dann, wo ich den Sieg in der Hand gehabt habe, konntest du erst einmal nicht mal glauben, dass ich am bei dem größten österreichischen Turnier geschlagen habe. Aber bei den diesjährigen Europameisterschaften auch auftrumpfen kann, bleibt abzuwarten. Ein paar Sponsoren mehr könnten dabei sicher nicht schaden.